Einen wunderschönen und willkommen zurück in unserer wunderschönen Stadt Canberg in City Skylines. Unser neues Industriegebiet ist eröffnet. Ich habe Play gedrückt und dann wollen wir doch mal schauen. Alter, wie da die Müllabfuhrautos jetzt rausrasen. Aber natürlich, klar. Oh, ich habe gar nicht so drauf geachtet, wie das eigentlich mit Strom aussieht. Huch. Nicht so gut, würde ich sagen. Seid ihr versorgt? Ihr seid da oben versorgt. Achso, aber ihr seid noch nicht angebunden. Haha. Schön ist anders, ich weiß. Oh! Ich glaube, wir hätten gerade massive Stromprobleme in unserer Stadt. Ja. Aber hat sich jetzt wieder. So, dann noch der Hafen, ne? So. Tja, dann wollen wir mal gucken, wie die Umweltverschmutzung reinschlägt. Was mich jetzt mal interessiert, haben wir das... Doof. Ich dachte, wir hätten jetzt mehr als vorher. Ich dachte, wir hätten jetzt mehr als vorher. Wobei, ich glaube, das ist schon wenig, was wir jetzt hier haben. Also da muss ich... Oh, was gibt's denn hier? Festivalgelände. Ja gut, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen Hand anlegen. Und noch mehr Industrie in die Welt setzen. Aber... Jetzt kam mir gerade erst noch eine andere Idee. Ach so, genau. Ich wollte den Kreisverkehr hier. Machen und habe ich überlegen. Ich habe zwar hier Feuerwehr und Polizei. Kann mir aber vorstellen, dass denen das hier zu weit weg ist. Guck mal, eigentlich müsste hier noch ein. Hier müsste noch ein. So. Machen wir das so. Und dann, ja komm, ich mache noch hier auf jede Seite so ein Ding. Und die Industrie. Und ich sage mal, wir können hier immer noch kleinere Straßen immer rausgehen, so Feldwege oder sowas, die dann halt noch sich darum kümmern. Aha, hier oben wird nichts bebaut. Also klar, da wird momentan sowieso noch nichts gebaut. Hä, ich hab... Braucht der Wasser... Oh. Huch. So. Das müsste jetzt aber gehen.
Ja, sehr schön. Jetzt sind wir wieder über einem grünen Bereich. Lass mich raten. Wenn ich in mein Budget gucke. Ach nee, ich bin schon bei über. Okay, gut. Passt. Passt. So, ja. Industriegebiet. Wir haben tatsächlich gerade auch wieder ein bisschen Kommerzbedarf. Das wird jetzt alles ein bisschen langsamer jetzt hier auch vonstatten gehen, weil natürlich jetzt unheimlich viele Gebäude auf einmal kommen. Unheimlich viele. Vor allem würde ich das Gebiet hier gerne noch ein bisschen beenden. Ich meine, das ist jetzt eh nur so plupp. Weißt du was? Hier in diese anderen Löcher kommen noch Bäume rein. Was machen unsere Schiffe? Ah, guck mal, das sieht doch jetzt auch wieder ganz passabel hier aus. Unser Gebiet hier entwickelt sich. Hier haben wir ein Aquarium mit Touristen. Wunderbar. Oh, 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 oh. Aber das... Warte mal. Kann ich... Ich kann keine Monumente bauen, richtig? Kernfusion, bauen Sie Steuerbehörde. Geschäftspark. Da müsste ich mir mal... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier bauen muss. Bienenvogelpark, Platz der Toten, Shoppingstatue, Krankenhausplatz, Statue der Industrie. Limaforsch, Uhrenturm, internationales Büro, offizieller Park, Gerichtsgebäude, Einkaufszentrum, Steuerbehörde. Und dafür brauche ich Wasseraufbereitungsanlage. Eine Wasseraufbereitungsanlage. Das kriegen wir doch hin. Hä? Ich hab doch Wasseraufbereitungsanlage. Ich habe doch jede Menge Wasseraufbereitungsanlagen. Das müssten doch die sein. Nee, das ist Recyclingzentrum. Hier, Wasseraufbereitungsanlage. Warum? Aber wir hatten das schon mal mit den Friedhöfen, nicht wahr? Aber wisst ihr, was ich mache mit dieser Stromleitung hier? Das geht so. Das ist... Ich mache das jetzt so. Ah, super, ihr habt auch Strom. Gut. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner, wenn ich das so mache. Und wenn die hier durchgebaut sind, dann ist ja auch eine stetige Verbindung. Ich bin nur noch am Überlegen, ob ich hier einen öffentlichen Verkehr irgendwie haben möchte, der hier lang fährt. Aber letztlich, ich habe jetzt schon ganz schön die Bedürfe der Stadt ganz schön abgewürgt. Dadurch, dass ich das Industriegebiet abgerissen und neu gebaut habe. Also ich habe schon fast das Gefühl, da muss doch noch ein Wohngebiet hin. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Ich
wollte ja eigentlich auch ursprünglich das Gebiet hier noch erweitern, aber ehrlich gesagt, wozu? Weil ich glaube, wir haben alle Dinger, sind jetzt hier schon mal auf 5. Die Parks sind teilweise nicht auf 5, das ist aber nicht so schlimm, weil es sind halt Parks. Polizei, wie sieht's denn hier aus? Das ist alles gut. Feuerwehr. Ja, siehst du, die haben hier zwar ihr Ding. Wir schauen mal, wenn sie sich zu sehr beschweren, können wir das ja immer noch abändern. Tja, dann schaue ich mal. Hier, guck mal, hier oben könntest du halt wunderbar noch irgendwie was Kleines bauen. Du könntest hier überall noch was Kleines bauen, ehrlich gesagt, aber... Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte noch. Wo ist denn unsere U-Bahn-Linie? Die dürfte ja nur, genau, das ist die hier, die von hier rüber an den Bahnhof geht. Und die könnte ja noch weitergehen hier zu einem Flughafen. Aber das Problem ist, hier kriege ich keine Autobahnabfahrt hin. Müsste ich wieder Teile der Stadt abreißen. Das möchte ich tatsächlich nicht. Mir stellt sich halt eher die Frage, ob ich tatsächlich nicht hier noch ein bisschen Wohngebiet hin bastel. Dass man hier von hier aus noch ein bisschen rausgeht. Wobei, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr so groß. So hast du hier einfach noch so einen Stadtwald oder so. Finde ich eigentlich nicht verkehrt. Jetzt habe ich natürlich hier schon abgerissen, aber irgendwie, es juckt mir ja doch noch in den Fingern, hier was hinzubauen. Aber es ist ganz schön gewachsen, wenn du mal bedenkst, das hier war am Anfang so unser Startgebiet. Haben uns hier komplex über diesen Insel hier rüber gebaut, nach hier rüber. Und das ist hier eigentlich quasi unser... Ja, es sind zwei statt drei Zentren an sich, aber eigentlich ist das ja so ein zusammengehörendes Ding. Genau, ich war eigentlich bei... Hier, guck mal, ein offizieller Park. Wenn du mit dem Schiff hier in die Stadt ankommst, kommst du nicht zum offiziellen Park. Hier siehst du, hier hinten beschweren sie sich schon, dass so ein bisschen schlecht sind. Wenn ich das richtig sehe, kann man den hier so in die Mitte machen. Komm, mach ich. Dann können hier so ein paar kleinere Geschäfte noch drumrum sein. Finde ich gut. Was fehlt denn uns hier? Hier haben wir theoretisch alles gebaut. Hier haben wir theoretisch alles gebaut. Also, was wir bauen können. Ach, die Meeresfestung. Hä, wie ist denn da das Gelände? Ja gut, das wäre vielleicht ein bisschen doof. Müsste es jetzt auch schon direkt mit der Straße angebunden sein, nicht wahr? Ja. Natürlich fehlt Wasser. Bei der Meeresfestung. So, dann gucken wir mal hier weiter. Expo Center können wir bauen. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, das hier hinten hingehört.
Sag mal, kriege ich dich nicht doch vielleicht überredet, weiter hier hinten zu sein? Ich hätte dich gern hier. Aber der wird sich hier immer mit dem Gefälle beschweren. Gut. Passt jetzt schon das Expo-Center hin? Ja, komm, das ist in Ordnung so. Und ich glaube, diese Straße hier... Die muss jetzt schon mal stärker werden. Hauptsächlich wegen... unseren Dingen. Ja, komm, machen wir hier noch eine Allee hin. Und jetzt müssten wir zumindest... Da war doch ein Dings, wo ich ein Expo-Center dafür brauche. Oder war das hier? Ach so, das war hier. Was ist denn ein Meer- und Wolkenkratzer? Naja, gut. Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben doch da dieses Türmchen... Ehrlich, das ist zwar hier ein bisschen eingebaut, aber kommst du mit dem Schiff und kannst erstmal das Ding irgendwo hier rüberziehen. Weil ich glaube, dass hier gibt es mehr zu sehen als da drüben. Ja, ich weiß, dass du neben der Straße platziert werden musst. Ja, ich glaube, da ist der schon besser aufgehoben. Hier machen wir noch ein paar Bäume rein. Hier, die können auch in den Park noch ein paar Bäume rein. So. Gut, dann... Schauen wir mal, hier haben wir noch diesen Garten. Sonst haben wir hier alles. Ich glaube, hier hinten muss ich irgendwo noch ein... Aussichtsturm hinbauen. Guck mal, wenn ich hier so ein... Guck mal, ich reiße jetzt hier diese Straße ab. Der passt hier nicht wirklich hin. Der passt hier nicht hin.
War zwar eine nette Idee, wo baue ich denn das Ding hin? Ja, oh mein Gott, ein Gebäude steht in Flammen. Wen interessiert's? Die Feuerwehr wird's richten. Ja, guck mal, das hier entwickelt sich doch jetzt auch langsam, das Industriegebiet. Und das klingt jetzt vielleicht doof. Aber ich hätte dann schon gern, dass du hier schon vom Weiten siehst, dass das hier ein riesen Industriegebiet ist. Also die Verschmutzung darf sich eigentlich noch ein bisschen ausbreiten. Sagt normalerweise niemals ein Mensch. Gut, schauen wir mal, was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Hier haben wir alles. Dann fehlen eigentlich nur noch diese Dinger. Wow. Gut, darum mögen wir uns in der nächsten Folge kümmern. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.